Wilderer, aufgepasst! Der Ford Ranger ist im Anmarsch. Sein 5-Zylinder-Turbodiesel mobilisiert 200 PS. Kostenpunkt knapp 43.000 Euro. Kurven anfahren, das ist was ganz Spezielles mit dem Auto, weil du stellst den ja eher so ein bisschen, gefühlt ist das wie so ein Segelschiff, wo du den so richtig in den Wind stellst und dann ziehst du es nochmal rüber, dann machst du nochmal eine Halse oder eine Wende. Es ist also ein ganz spezielles Fahrgefühl und es schwappt auch so ein bisschen wie bei hohem Seegang, aber ich finde es sympathisch. Ich mag das, weil es ein eigenes, ganz besonderes Fahrgefühl hat. Ich möchte nicht zwingend in eine Grenzsituation mit diesem Auto kommen. Das Urgestein Ranger. Seit 1982 im Programm der Amis. Bullig und natürlich mit Allradantrieb ausgerüstet. Die Länge 5,40 Meter mit Doppelkabine. Das Rollo für die 1,60 Meter lange Ladefläche kostet 1.600 Euro. Die Anhängerkupplung knapp 800 Euro extra. Wenn ich hier aufs Gas drücke, dann spüre ich zum einen einen 5-Zylinder, ja, einen 5-Zylinder 3,2-Liter Motor. Da ist man ein bisschen irritiert, wenn man von außen drauf guckt, da steht da 3,2 und dann eine 6. Diese 6 bezieht sich aber auf die Wandlerautomatik. Das ist nämlich ein 6-Gang-Wandler. Ford bietet für den Ranger drei Motorisierungen an. Einen 2,2-Liter Diesel mit 130 oder 160 PS und den getesteten 200 PS Top-Diesel. Wenn man so das Gaspedal tritt, denkt man, der verbraucht aber bestimmt viel. So schlimm ist es aber gar nicht. 10,4 Liter Diesel, ein akzeptabler Verbrauch für das über 2,3 Tonnen schwere Gefährt. Das Wildtrak-Modell setzt auf Chromzierde und pflegt den etwas schickeren Auftritt. Auch im Innenraum hat sich der Naturbursche aufgehübscht. Insgesamt fühlt sich das alles hier sehr gut an und ich fühle mich hier wohl. Ja, ich fühle mich wohl. Das ist das Entscheidende. Und es wirkt hochwertig. Eine schwarze Teillederausstattung mit orangenen Akzenten empfängt die Insassen. Der Tacho? Gut ablesbar. Das Armaturenbrett? Beledert. Die hintere Rückbank bietet Platz für bis zu 3 Personen. Das Interieur des Ranger überrascht positiv. Das Einzige, was es zu meckern gibt, Ford. Und da müssen wir drüber reden, weil das ist wirklich nicht gut. Das ist Sync 2. Ihr habt doch inzwischen von eurem Multimedia-System die Generation Sync 3. Die ist gut. Die kann richtig was. Die ist auch, das schreibt ihr selbst, 10-mal schneller. Und jetzt nagelt ihr in dieses Auto hier Sync 2 rein. Sync 2 ist eine Frechheit. Ehrlich, das ist so lahm. Entschuldigung, da kann ich eine Postkarte schicken, wenn ich da eine Taste drücke. Beim Infotainment gibt der Ford den gemütlichen Waldarbeiter. Doch kann der Ranger auch richtig ackern? Auf der abgesperrten Strecke darf sich der Pickup nun austoben. Zuerst beim Sprit. Wir gehen in den Allradantrieb. Wir machen hier die Traktionsregelung ein bisschen schärfer. Und wir gehen in die Sportgasse der Automatik, wenn ich auch nicht so ganz genau weiß, ob diese Automatik jemals in ihrem Leben auch nur an dem Wort Sport gerochen hat. Und ein bisschen festbremsen. Ui, und ab geht's. Ja, ab geht's ist vielleicht ein bisschen euphemistisch betrachtet. Das Auto setzt sich in Bewegung, hat dabei eine präsidiale Komponente und hat inzwischen auch, man muss ein bisschen länger quatschen, 100 km/h erreicht. Reicht vollkommen aus. Absolut. Das Geräuschniveau hört sich nach schneller an, aber das Auto ist auf 100 km/h. 11,2 Sekunden benötigt das amerikanische Dickschiff, um Landstraßentempo zu erreichen. Es folgt der Verzögerungstest. Ab geht's. Der Ford wirft den Anker und kommt erst nach mäßigen 38,9 Metern zum Stehen. Und jetzt wird die See rauer. Wir müssen mit dem Auto jetzt in den Slalom. Und ich habe das Gefühl, dass bei Ford in der Entwicklungsabteilung dem Auto einfach nur mal so ein Bild vom Slalom gezeigt wurde und damit war das abgehakt. Weil ich glaube nicht, dass diese wankende große Kiste das irgendwie gut macht. Aber schauen wir mal. Ich fahre nicht so schnell rein und dann gucken wir mal, wie er sich anstellt. Ja, ja, der schwappt da schön rum, da absolut wunderbar. Das ist wie so eine schwangere Milchkuh, ja, die hier so ein Parcours läuft. Ui, 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 ui. Da ist aber ein Seegang hier.
Also da kann dem Passagier schon mal schlecht werden. Aber ich habe keinen massiven Lastwechsel gespürt und damit auch keine große Unsicherheit. Im Durchschnitt schafft das Schwergewicht 57,5 km/h zwischen den Pylonen. Der Charakter des Ford wird durch seinen bärigen Fünfzylinder bestimmt. Die Innenausstattung des Ranger gefällt. Fahrdynamisch schwächelt er. Der Ami ist eben durch und durch Pickup-Truck.